Stunde geladen. Die Stimmung ist nicht nur festlich freudig, denn wer es vergessen haben sollte, wird durch den Redner daran erinnert, dass die Verfassung vom 3. Mai binnen Jahresfrist die militärische Intervention Russlands hervorrief und zur endgültigen Aufteilung Polens in den Jahren 1793 und 95 führte. Auch historische Vergleiche hinken, aber gewisse Parallelen sind einfach nicht zu leugnen. Nach der akademischen Feierstunde Ehrung der Gefallenen am Grabmal des unbekannten Soldaten. Ein stimmungsgeladener Augenblick, der die Mahnung der Geschichte eindringlich machen sollte. Die Gefahr allerdings besteht, dass hier nur nationalistische Gefühle mobilisiert werden, die eines Tages außer Kontrolle geraten. Im iranisch-irakischen Krieg melden beide Seiten weiterhin militärische Erfolge. Der Konflikt dauert nun seit 7 Monaten an. Ein Krieg, den die Weltöffentlichkeit fast vergessen hat. Bilder aus dem Kampfgebiet sind selten. Das irakische Fernsehen hat diesen Film gedreht. Ein Hubschrauber feuert mit Raketen auf iranische Stellungen. Die Iraker versuchen, mit schwerem Gerät zum Erfolg zu kommen. Den Iranern fehlt es an Waffen und Nachschub. Sie setzen auf Guerillataktik. Keiner Seite ist es bisher gelungen, entscheidende Vorteile herauszuholen. Etwa 135.000 irakischen Soldaten stehen schätzungsweise 65.000 Iraner gegenüber. Alle Bemühungen zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln sind bisher gescheitert. Wilhelmine Lübcke, die Frau des früheren Bundespräsidenten, ist am Nachmittag in Bonn gestorben. Sie war fast 95 Jahre alt. In einem Beileidstelegramm an die Familie der Verstorbenen erklärte Bundespräsident Carstens, Frau Lübcke habe Bedeutendes im sozialen Bereich geschaffen. Wilhelmine Lübcke hat das Müttergenesungswerk weitergeführt und gefördert. Sie gründete auch das Kuratorium Deutsche Altenhilfe. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Heute Nacht zumindest im Westen, später auch im übrigen Deutschland verbreitet Regen. Dabei zum Teil stürmischer Wind aus Südwest, nachts frostfrei. Am Tage 8 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten unbeständig. Die nächsten Meldungen in der Heute-Sendung gegen 21.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Der klassische Auftrag des Bundesgrenzschutzes. Beobachtung und Sicherung der Zonengrenze. Dafür, vor allem, meine Damen und Herren, wurde diese Polizei des Bundes vor 30 Jahren gegründet. Und an diesem Auftrag hat sich in 3 Jahrzehnten nichts geändert. Wenn auch die Grenze selbst anders geworden ist. Moderner, sagen die auf der anderen Seite, und sicherer. Gefährlicher mit ihren Tötungsautomaten, müssen wir hier feststellen, und unmenschlicher. Auf den Dienst an der Grenze und im Bereich des 30 Kilometer breiten Landstreifens, der dem Bundesgrenzschutz schon damals in Obhut gegeben wurde, hat das freilich wenig Einfluss. Eine Fülle von Aufgaben ist auf den BGS aus ganz anderen Gründen zugekommen. Davon soll im Folgenden die Rede sein. Zunächst aber der Hinweis, dass die Zonengrenze nicht auf dem trockenen Lande endet. Patrouille auf der Ostsee. Sicherung einer 380 Kilometer langen Küste von Flensburg bis Lübeck. Der Bundesgrenzschutz See, der 1956 den Grundstock für die Bundesmarine bildete, wurde 1964 wieder aufgebaut und versieht heute die grenzpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee. Rund um die Uhr, bei fast jeder Windstärke, leisten die Beamten an Bord ihren Streifendienst. Dass dabei immer wieder Schiffbrüchige aus Seenot gerettet werden, ist selbstverständliche Pflicht am Rande der eigentlichen Aufgaben. Im Sommer häuft sich die Arbeit. Wenn die gelben Bojen, die im Wasser den Grenzverlauf zur DDR markieren, von Sportbootfahrern aus dem Westen nicht beachtet werden, muss der BGS-See helfen, Zwischenfälle zu vermeiden. Abwehr von Gefahr. Wenn man
solche Probleme angehen will?